Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Vlog hier aus Argentinien. Hier sind wir nämlich gerade mit unserem Campervan unterwegs und wir befinden uns gerade in der Stadt Los Antiguos. Genau, Los Antiguos. Das befindet sich direkt an der chilenischen Grenze. Und über diese Grenze wollen wir heute noch drüber fahren, weil da wollen wir was ganz Besonderes machen. Und zwar wollen wir die Carretera Austral fahren. Das ist eine der wunderschönsten Straßen Patagoniens und ganz Chiles. Da freuen wir uns schon so lange drauf. Aber erstmal müssen wir zur Grenze und über die Grenze fahren. Und genau da fahren wir jetzt hin. Ist das da hinten schon die Grenze? Wir sind wieder in Chile. Hey, wir haben es geschafft. Aber ich muss sagen, das war die Grenze, wo am meisten überprüft wurde. Sie hat in fast jeden Schrank geschaut. Sogar im Motorraum haben sie geguckt. Und dabei geht es wirklich nur um Lebensmittel. Vor allem um Obst, Gemüse, tierische Produkte. Das darf man alles nicht mit reinnehmen. Genau, das macht es halt so anstrengend, die ganzen Grenzübergänge. Man muss alles vorher aufessen und alles richtig gut planen. Genau, und danach muss man ja auch wieder einkaufen. Ja, jetzt zum Beispiel. Richtig. Was hast du denn alles gekauft? Ich habe, klar, man darf ja kein Obst und Gemüse mitnehmen, also habe ich eine Obst und Gemüse gekauft und habe jetzt so knapp 20 Euro bezahlt für alles, geht voll. Ja? Ja, ist alles in Ordnung. Es reicht uns vielleicht für eine Woche oder so. Ah, super. Ja. Wir haben echt lange überlegt, ob wir diese Straße überhaupt machen sollen, denn soll echt überhaupt nicht gut sein, die Straße. Ja, und die soll auch direkt mit 300 Kilometern Schotterpiste anfangen. Mhm, und wir wurden eben schon an der Grenze von anderen Reisenden gewarnt, dass wir sehr, sehr aufpassen sollen, weil die auch gerade Unfälle gesehen haben. Also die haben uns schon so ein bisschen Angst gemacht und ich habe jetzt auf alle Fälle zumindest mal Respekt vor der Straße. Und dazu kommt ja auch noch, dass der Timo gerade leider verletzt ist und dass ich momentan die einzige Fahrerin bin. Ja, sie muss alles fahren, aber sie macht das so gut. Ich bin da wirklich stolz auf dich. Ich bin mal gespannt. Das wird schon. Hier fängt die Schotterpiste an. Fangen wir sie mal an, oder? Ach, wir müssen wieder Luft rauslassen, ne? Also. Ach, stimmt, ja. Überhaupt noch was, die Sonne steht so tief. Nee, ich sehe fast gar nichts. Weil jetzt einer entgegenkommt, das sag ich dir. Die Natur, durch die wir hier fahren, die ist wirklich atemberaubend. Also mir gefällt es richtig gut. Wir fahren so richtig in die Anden rein, an einem See entlang. Allerdings haben wir jetzt ein Thema. Wir haben kurz vor 10 und es wird gleich dunkel. Und wir haben immer noch keinen Stellplatz gefunden für die Nacht. Das ist halt nicht so einfach hier, weil rechts und links überall Zäune sind. Ja, oder Steilwände und See. Ja, also man kommt nicht irgendwo hin, wo man irgendwie übernachten kann. Aber ich hoffe, dass wir so in einer halben Stunde was gefunden haben. Ja. I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Change is gonna find me.
eine Straße. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass die Straße so krass ist, oder? Ja, vor allem ist es wunderschön, aber was für uns jetzt noch wichtiger ist, wir haben einen Stellplatz gefunden, zum Glück, direkt neben der Straße, aber ich denke, morgen sehen wir erstmal, was das für ein Stellplatz ist. Deshalb, bis morgen. Stellplatz. Hier haben wir gestern übernachtet. Richtig schön. Drüben stehen übrigens zwei ganz nette Franzosen, die haben wir heute Morgen kennengelernt. Und sie haben ihren Van tatsächlich in Chile gekauft und reisen jetzt damit. Das geht natürlich auch. Also richtig cool. Es geht weiter und wir sind absolut geflasht, wie schön es hier ist. Endlich wieder Wald, saftiges Grün. Das war auf der argentinischen Seite ein bisschen mau, aber hier... Ich kann mich leider nicht so darüber erfreuen, weil ich mich voll auf die Straße konzentriere. Weil die ist halt wirklich eng und zwei Fahrzeuge passen hier kaum durch. Und da muss man echt immer gucken, wo man ausweichen kann. Wie jetzt zum Beispiel, kommt gerade ein Auto. Wenn ich zu weit rechts fahre, dann rutsche ich rechts runter und komme da vielleicht nicht mehr raus. Help me, I need a good advice. Please don't say no. Be my hero. You can tell me lies. Please don't cut these ties. Need a hero. Cause I got zero cool. Das heißt, wir haben jetzt die Straße, die jetzt von Argentinien über Chile Chico hierher führt, verlassen. Die war schon wirklich sehr schön. Aber jetzt kommen wir offiziell auf die Carretera Austral. Und da geht sie Richtung Süden und hier geht sie Richtung Norden und wir fahren Richtung Norden. Stay inside like it's the ice age. I need you to dry my face. Look how I behave. And all the mess that I made. But I did really do my best, breaking down my neck, and it's me to blame. Da könnte man eine ausgedehnte Mittagspause machen. Bei dem Blick, das müssen wir schon mitnehmen. Ja, sieht top aus.
Ja. Auf geht's weiter. Hm? Ja. Wir haben gerade ein Schild gesehen, dass da Kirschen verkauft werden. Ich habe nämlich gerade im Wörterbuch nachgeschaut, was Kirschen heißt. Und tatsächlich stand hier dabei, dass Kirschen verkauft werden. Ich bin gespannt. Da steht's. Und hast du welche bekommen? Ja. 2,50 Euro pro Kilo. Finde ich jetzt eigentlich das relativ günstig, ja. Aber es war ein bisschen. Ja, also das ist halt wirklich die Leben da in dem Haus tatsächlich. Und ich bin dann so reingegangen in ihr Haus hinein. Drei Männer sitzen mit Bier am Tisch und die Frauen unterhalten sich, die Kinder spielen auf dem Boden. Das war schon irgendwie witzig mitzuerleben. Also ab und zu kommen halt wirklich lange Passagen mit Waschbrettpiste und ich finde das halt einfach super anstrengend, vor allem wenn einem dann auch noch Leute entgegenkommen und die Straßen dann halt auch enger werden. Es dauert jetzt alles noch viel länger, bis wir überhaupt ankommen. Es sind jetzt noch 14 Kilometer, aber wir kommen einfach nicht voran. Ein Chaos, ey, oder? Ja. Ja, Schotter bist du halt, ne? Und feinstes Waschbrett, also wirklich wahr. Ja, da fliegt alles einfach rum. Ja, kannst nichts machen, ne? Aber wir gehen jetzt, denke ich mal, in die Stadt, oder? Schauen uns mal die Stadt an. Ja, lang genug gefahren. Das war ein richtig schöner kleiner Spaziergang. Sehr idyllisch, vor allem die Aussicht auf den See und die Berge dahinter. Sieht schon ziemlich cool ja, aus. Ja, aber wir haben auf dem Weg tatsächlich auch noch eine Tour gebucht. Das ist ja auch der Grund, warum wir hier sind. Morgen geht es nämlich zu den Marmorhöhlen. Ja, das sind einfach, ja, wir werden sehen, was es ist. Es sah auf den Bildern auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Und morgen um 10 Uhr startet die Tour. Wir fahren mit dem Boot raus und ich bin schon sehr gespannt. Ja. Deshalb bis morgen. Bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen! Wir sind bereit für die Marmorhöhlen und es geht jetzt auch direkt los. Da müssen wir hin. Ja. Einige haben extra auf ihren Aufkleber Carretera Austral geschrieben. Mhm. Ach du meine Güte, wir fahren hier rein. Timo, wir fahren hier rein. Was? Oh. Wow, das Wasser ist so klar. Absolut. Wahnsinn.
Trinkwasser ist. Schmeckt gut? Oh, schön, klar. Ja. Warum haben wir nicht unsere Container mitgenommen? Diese riesigen Flasche hätten wir hier alle auffüllen können. Immer 80 Liter auffüllen. Wir werden jetzt noch mit vor zum Hafen genommen. Ja, wieder eine extra Behandlung für Timo. Ja. Wir sind jetzt wieder zurück von unserer Tour zu den Marmorhöhlen. Das war cool. Ja, es war richtig cool. Es war absolut beeindruckend. Mhm. Und für uns geht es jetzt weiter auf der Carretera Austral. Und zwar fahren wir immer Richtung Norden. Sind schon sehr gespannt auf die Strecke. Ja. Haben schon viel von dieser Strecke gehört. Ich meine, das war jetzt schon atemberaubend. Ja. Mal schauen, was noch kommt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Auf jeden Fall den Kanal mal abonnieren. Das ist nie verkehrt. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.